Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen 2.0 Version 2.0.0. Ich danke schon mal allen Zuschauern, die fleißig reingeschaut haben, auch mal geliked haben, an einen oder anderen neuen Abonnenten, der vielleicht kommt. So 0 ist trotzdem 0. Ja, und ansonsten ne, für alles mal danke für die gute Entwicklung bis heute. Im Großen und Ganzen sehr positiv. Es gab Berge, es gab kleine Täler. Kann ich mir so nicht erklären, warum es mal so einen Berg gab. Extrem, also wirklich extrem. Hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass damals Turing 2 aller Munde war und viele gesucht haben. Hatte ein bisschen von profitiert. Von der Tags her, denke ich mal. Der eine oder andere ist nicht geblieben, deswegen. Ich weiß das nicht. Aber soweit, das tut mir danke. Ja, und wir haben erstmal keine weiteren Pläne. Wir machen hier erstmal weiter komplett mit 3 Tagen ab den Winter, um etwas zügiger voranzukommen. Ansonsten 2 Folgen pro Woche, pro Tag, das bleibt das mal so. Ob ich das später mal reduzieren werde, zeitmäßig im Sommer und Frühling, mal schauen. Aber aktuell habe ich da jetzt keinen Plan. So, jetzt Stroh geht noch nicht. Silage wollte ich gucken. Silage, da muss ich mal jetzt schauen. Na, einen freien Traktor. Und den Überladewagen für alles. So, nehmen wir am besten den hier mal kurz wegstellen. Und zwar hier rückwärts einpacken. Das ist eine Freude. Ja, dass wir alle Fahrzeuge mal wegnehmen und wieder mal kaufen. Sehe ich an sich kein Problem, es macht ein bisschen Arbeit. Zwei von den Düngerfahrzeugen auch behalten werden möchte oder so. Aber wie gesagt, das ist ja so. Dass ich vielleicht im Lok zu viele Errors habe teilweise und ich mir nicht erklären kann, wo ich herkomme. Deswegen mal diese Kugel. Einfach zu viele Mods habe, die ich gar nicht nutze. Das ist das ganze Problem. Klar, Cosplay und Season, das soll bleiben und das andere wird sie dann finden. Ich hatte erst überlegt, wenn die 2.0 die neue Version rauskommt, die Karte dann starten, aber das ist glaube ich aktuell nicht notwendig. Weil ich möchte eigentlich mit Seasons Prinzip jetzt im Winter reingehen und im Frühjahr wieder reingehen. Dass wir was im Herbst aussehen, dann wieder auch haben. Ja, dass wir nicht im Frühjahr wieder alles sehen müssen. Das sieht einfach aus, ne? Ist aber gar nicht so einfach. So, den kann man dann hier hin. So, den blauen will ich wohl nicht anhängen, den roten Traktor. Das ist eigentlich von einem dieser ja, JGB. Kann er nicht kaum aussprechen hier. So. See. Den können wir das. Nein, den nicht aussehen. Das ist nicht so gut, wenn man hinten aushängt und dann plötzlich dann, ne. Schlecht, so. Der war gewesen oben bei der. Den können wir ganz kurz löschen. Jetzt fahren wir schon oben bei der BGH, das ist ein Überladewagen, den grünen, und den wollte ich mir gerne nehmen für probieren. Wie das funktioniert, abladen von Silage, und zwar hier, von hier rum oder andersrum. Jetzt sind wir mit Anhänger gefahren. Ja, gut, das ist leicht verkehrt. Wir müssen da ein bisschen anders fahren. Ja, die Kühe haben ja zeitlich gesehen vor kurzem was sie kriegt. Die sich vermisst. Den Mist haben wir noch nicht weggemacht. Machen wir gleich weg. Waren Tiere nämlich krank.
Das wollen wir ja nicht. Da ist die Mist, da ist die Lage, das ist das ganz große, ja, Missverständnis, ne? Aber gut. Das wollen die halt nicht haben, das ist, macht die Tiere irgendwann krank. Deswegen müssen wir das aufputzen. Unser Futtermischwagen hat ja vorne so eine Art Staubsauger und dann nimmt er alles auf. Das ist das Schöne. Das ist Futter. Macht nichts. Eben, ja. Zu viel. Mal sehen, wo man es abkippen will. Dann ist es Heu und Silage, das ist immer nicht schlimm. Ja, Futter geht hier auch rein. Oh, nicht. Das tut das macht nicht. Das können wir auch notfalls in Dicker kippen. So. Gut, Traktor. Da war da was, ne? Ja, nicht ablenken lassen, sag ich mal so. Jetzt habe ich die Zeit gedrückt? Nö. Und da unten eine 38er Minuten Folge wird. Ich meine, ist das zwar schön und gut, aber ist ja, wenn im Schnitt 10 Minuten geschaut wird oder 6, ist das dann Blödsinn, ne? Hier, das ist ja der Anladehänger hier. Ich meine, da war ein bisschen, ich würde sagen, Mambule, aber richtig, ja, ich war irgendwie total geschockt, wie sie gestorben sind und ich dann, muss ich eingreifen, machen, tun und so, ne? Ja, und dann waren es aus, geplante 15 bis 18, so, das ist so rum, das ist gut. Dann können wir unten kommen, dann fahren wir gleich mit LKW weg. Ne, die Anhänger würde ich gerne behalten. Zum Beispiel, das wäre ganz gut. Muss ich mir halt vorher aufschreiben und dann entsprechend wieder reinkopieren. Aber halt, immer mal schauen. Das habe ich nicht morgen vor, das habe ich morgen auch nicht. Dann, wenn die Ernte komplett erledigt ist, Stroh erledigt ist, die Nage mehr oder weniger erledigt ist, dass wir hier da keine Probleme bekommen, ne? Dass wir hier nichts verschenken. Bei uns im Frühjahr, wenn das Lager entsprechend alles leer ist, verkauft ist, sonst. Ja, ich kenne mich am besten. Ich muss mal sehen, wann ich Zeit und Lust habe dazu. Das ist das erste Problem dabei. Ich muss Zeit haben und die nötige Lust dazu. Ne? Ich brauche ja ein bisschen Arbeit. So, ist hier leer. Ich komme zu nichts. Aber ist halt so, ne? Ich will mit Kursbändig nicht abfahren. Das gibt doch im Theater. Ja, das hätte einfach vom Prinzip her überhaupt nicht losfahren dürfen, ne? Wo er so rumsteht, ne? Ja, gut. Alles, manchmal ist es so, dann halt in Kauf nehmen. Ich habe deswegen so rumgefahren, weil andersrum würde es ja noch blöder werden, weil er dann losfährt. Und ich einen LKW nicht rückwärts gestoßen kriege so schnell. Und dann voll reinfährt. Und dann fährt er mir trotzdem voll rein. Ja. Und dank ist meist der beste Lohn, wie heißt das so schön. Hm, na gut, nimmt wahrscheinlich woanders auf. Ein anderer Ort, der eigentlich original ist, weil er hat im Prinzip jetzt. Ja, gut, jetzt ist das für mich jetzt. So, fahren wir gleich ins Lager rein. So, da fahren wir am besten. Ja, können wir von hier fahren. Kommt dir jetzt keiner entgegen. Ne? Wo wir nächstes Jahr auch Heu machen könnten, könnten auch jetzt halt auf die Wiese machen. Und da könnten wir einmal Heu machen, wenn es trocken wäre. Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr auch wieder so Regen gibt, ne? Also
Dann könnte man einmal Heu machen oder Heugeschichte zweimal, um die Lager mit Heu vollzukriegen. Weil Heu haben wir aktuell nämlich gar nicht. Das müssen wir aktuell kaufen. Oder wir machen einmal Silage und dann Heu. Mal sehen. Silage war dann Heu. Mal sehen. So. Ah, das kann ich mir noch im Frühjahr aufsehen zur Not. Oder machen wir auf der 41 Gras und dann Heu. Zweimal. Und zweimal müsste glaube ich gehen. Geht ja um die Fruchtfolge. Soweit wohl keine Kartoffelpflanzen oder Rüben. Sind alles für große Felder dafür. So, gehen wir ganz kurz zurück zum Feldmodus 12 und sind wir bereit für nächstes Mal abfahren. So, das können wir gleich mal testen, ob hier die Lage und so weit ist. Dann haben wir hier schon zwei LKW, also eine LKW-Ladung untergeholt am Gerste. Das ist gut. Können wir im Frühjahr schön verkaufen. So, da. So, Vega, wo ist er? War nicht so weit. Ach, da vorne. So. Und hier können wir schön die Lage reinschmeißen. Einwerfen oder? Ja. Option wäre noch ein, also ein Förderband. Ne? Das wäre noch eine Option. Aber erstmal mit testen mit einem Radschaufel, Radlader, ob das dann überhaupt da reingeht vom Trichter her, vom Trigger her. Das ist eine entscheidende Frage. Das ist das erste, was ich wissen möchte. So. Tiefer ist es rechts. Aber das macht nichts, da können wir ja hier so stehen bleiben und der Radlader fährt von da rechts. Ja, von hier so ran. So, Luft rauslassen, damit es tiefer kommt. So, können wir aufdecken. Weiß ich nicht. 99%. 1% nur warten. Mann. Will nicht warten, will testen. Also die Schaufel ist auch nämlich geleast und auch ein Mod. Der Kasion ist auch ein Mod. Die beiden Teile unten sind auch Mods. Die würde ich auch gerne behalten. Ich muss am besten komplett erstmal alles kopieren. Einen separaten Ordner. Und dann über das Spiel direkt die Mods, die ich nicht brauche, deinstallieren. Das war ein bisschen mehr Aufwand. Aber man kann erkennen, welche von da entsprechend brauchbar sind und welche nicht. 1%, 1%, 1%, 1% gibt doch gar nicht. So, kommt nicht. Aber bitte herkommen. So, hier. Hier ist ein Duft. Das ist die Gülle von Kuhstall. Das ist ein sehr weiter Weg. Ich glaube, das gibt es so in RL nicht. Also, dass da Höchstfall, dass da oben ein kleines Zwischensilo ist und man im Prinzip dann umlagern würde, ja. Aber das Rohrsystem würde, glaube ich, auf Dauer... oder man muss direkt pumpen, ne? Also nicht über Gefälle, sondern über Prinzip, ja. Gleich zum BGA rein normalerweise. Ja, wo ist mein LKW da? Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Mein Wunder, wenn man es nicht mehr einen abhauen würde. Cosplay macht sowas ganz gerne. So, zu schnell, zu spät gewesen. Ah.
können wir von vorne ranfahren, oder hinten im Prinzip, ne? Hinten ran. Drescher, weil die vorne ja auch leer ist. Ja, kommen wir nicht runter. Das wäre ein Kreis zu groß, glaube ich. Wir haben eine kleine Ecke da unten runterfahren und am Baum vorbei und dann zurück. Dann ist er auch voll. Ja, Bäume haben wir auch ein paar, ne? Das machen wir dann auch entsprechend nachher, im Herbst nachher, wenn wir mit der Ernte durch sind und wir nichts zu tun haben. Oder im Winter. Der war ja schon mal komplett weg. So. Hoffe, die Musik passt. Nicht so laut, nicht so leise. Und ich sehe gerade, die Zeit ist abgelaufen. Dann sage ich immer Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Hat mich gefreut, dass ihr hier da wart. Danke fürs Reinschauen. Ne? Und dann sage ich immer Tschüss, tschüss. Und dann, ne? Wieso, ne? So. Bis. Denk mal morgen, ne? Tschüss. Oder heute, kann auch sein. Ich weiß ja nicht genau.